Hey Kinder, hier ist der unglaublich tolle Steel Awesome. Ihr wisst ja schon, dass ich ein paar richtig coole Dinge kann. Ha. Oh, ja, so etwas kann ich. Und ich könnte das wieder machen, aber stattdessen habe ich sehr hart am allertollsten Trick der Welt gearbeitet. Noch viel besser als das. Ja, noch viel besser als das. Und darum lade ich alle ein, die etwas Unglaubliches sehen wollen, mir bei meiner Steel-Show zuzugucken. Am Freitag im Schnellfurt-Abenteuerpark. Wow. Es wird unglaublich. Mit dem unglaublichen Steel Awesome. Wow. Oh, wow. Hat er gerade gesagt, dass er nach Schnellfurt kommt? Ja. Und er sagte, am Freitag? Ja. Ist heute nicht Freitag? Mhm. Wir müssen jetzt alle Erste dort sein. Ja, ich werde ganz vorne stehen. Nur über meinen platten Reifen. Versuchen wir es nochmal. Wir sollten einzeln durchfahren. Ja, ja. Richtig einzeln. Geht klar. Und ich fang an. Hey, warte. Er ist gut. Ich bin schon auf Steels neuen Trick gespannt. Wisst ihr, er hat mal einen Superdreher gemacht. Etwa so. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Mir geht's gut. Wie er wohl in die Kurve geht. Mir geht's gut. Ich hoffe, er macht eine Luftrandbremsnummer. Das wäre echt super. Wow, was ist das für ein cooler Trick, Loop? Das ist kein Trick. Irgendwas Komisches passiert hier. Sieh dir das an. Dein Hinterrad ist platt. Oh nein, das kann doch nicht sein. Wenn die Luft raus ist, kommen wir nicht rechtzeitig zur Steel Awesome Show. Seht ihr? Er ist nicht platt. Los geht's. Wir müssen dich zu Maxwell bringen. Wir schaffen das noch, wenn wir uns beeilen. Komm her, ich kann dich ziehen. Endlich sind wir da. Das Ziel war super anstrengend für meinen Motor. Was ist das? Käse? Ja, gemischt mit einem bisschen leckerer Knoblauchsoße. Was macht ihr denn hier? Tja, mein Reifen ist platt. Den muss Maxwell reparieren. Ich hab gleich Zeit für dich, Loop. Gleich, wenn ich mit deinem Bruder fertig bin. Pepperoni? Ja, ich habe eine extra große Pizza Pepperoni und Käse ausgeliefert. Und das ist nur der Anfang. Aber, so lange kann ich nicht warten. Wir wollen in den Park fahren und Steel Awesomes neue Show angucken. Steel Awesome? Hier? In Schnellfurt? Ja, genau. Das ist genau jetzt der Park. Wirklich? Das passiert nicht gerade jeden Tag. Wartet kurz. Und währenddessen, Loop, versuch nicht auf dem Hinterrad zu stehen. Wir wollen es doch nicht noch schlimmer machen, oder? Ach, Menno, ich komme nicht weg. Ihr könnt schon mal ohne mich fahren. Nein, 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 vergiss es. Die Bike Buddies helfen jedem Bike. Du kommst mit uns mit, Loop. Wir müssen nur rausfinden, wie wir dich dahin bringen können. Wartet! Ich habe eine Idee! Wuhu! Ein Motorradanhänger! Warum sind wir denn darauf nicht schon früher gekommen? Ich überhole! Entschuldigung, Leute, ich hab's eilig. Wusstet ihr, dass Steel Awesome hier ist? Ja! Wir sind auch auf dem... Keine Zeit! Steel Awesome! Yeah! Wuhu! Wir müssen blitzen oder wir verpassen die Steel-Show. Dann fahrt schneller. Festhalten, Lou. Ich werde der Straße mal zeigen, wer der Boss ist. Ich bin der Boss. Juhu.
Wir haben es geschafft und noch nichts verpasst. Siehst du, Luke? Ich hab ja gesagt, wir sind rechtzeitig da. Oh nein. Was ist los? Ah. Luke ist weg. Er ist bestimmt auf dem Weg runtergefallen. Da fällt mir ein, der Anhänger fühlte sich leichter an. Ich dachte, ich wäre stärker geworden. Wir müssen ihn finden. Wenn wir schnell sind, können wir vielleicht noch rechtzeitig den Trick sehen. Geschafft. Ich komme da irgendwie hin. Überlass das, Loop. Tja, wem sollte ich es wohl sonst überlassen? Wo ist er? Wir haben überall gesucht. Bikes hupen und jubeln nicht so für jeden. Das ist bestimmt... Steel Awesome ist sicher gerade angekommen. Er kann doch nicht einfach ohne uns anfangen. Jemand muss ihm sagen, dass wir nicht da sind. Wir müssen Loop finden. Aber dann verpassen wir die Show. Das spielt keine Rolle. Wir müssen weitersuchen. Zoom und los geht's. Lalalalu, lalalalu, wuhu. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Walalali. Diese Spuren sind frisch. Sie sind von Loop. Er muss in der Nähe sein. Wow! Hey, Loop! Was macht ihr denn hier? Wir suchen nach dir. Aber dann verpasst ihr es dir. Klettere rauf und lass uns loszoomen. Wir sind da. Lasst mich runter. Lasst mich runter. Wow! Das ist unglaublich, dass er das gemacht hat. So was Megatolles habe ich noch nie gesehen. Steel Awesome ist ein Held. Oh ja! Ich fürchte, wir haben die Show verpasst. Und das nur wegen meines Plattenreifens. Dann können wir wieder zurückfahren. Ja. Es ist vorbei. Na komm, Loop. Wir bringen dich zu Maxwell. Dann repariert er deinen Reifen. Ups! Entschuldigung. Entschuldige. Steel Awesome! Ja, so nennt man mich. Manchmal nennt man mich auch der unglaubliche Steel Awesome. Musst du aber nicht sagen. Ich bin dein supergrößter Fan. Ja. Ich auch. Ich auch. Ja. Du bist der Größte. Hey, danke. Ihr seid auch super. Wie war meine Show? Wir konnten nicht dabei sein. Ich hatte einen Platten. Ja, ziemlich mega super, was? Vielleicht meine beste überhaupt. Außer dem Ende. Dem fehlt noch irgendetwas. Wie auch immer. Ich bin dann weg. Warte doch mal. Hey. Hey, zeig das noch mal bitte. Meinst du das? Ja. Das ist es! Das ist das Ende, nach dem ich gesucht habe. Ich muss das gleich ausprobieren. Wollt ihr zugucken? Wow! Awesome!
Kannst du das glauben, Loop? Er hat das von dir! Jetzt hat Steel Awesome einen tollen Trick mehr! Du warst einfach unglaublich! Mega super toll! Coole Loopings! So was hab ich doch nie gesehen! Das verdanke ich dir und deinen Freunden. Wisst ihr, ein Bike ist nichts ohne seine Buddies. Und ihr seid echt großartige Buddies. Offizielle Steel Awesome Buddies Abzeichen. Wow. Bis zum nächsten Mal. Der beste Tag meines Lebens. Dass ich einen platten Reifen hatte, ist das Beste, was mir je passiert ist. Aber ich sollte jetzt lieber mal in die Werkstatt, oder? Ja. Da ist er, Kinder. Schnellfort hat endlich seinen eigenen Kreiselmat. Ja! Echt cool, ist toll. Na gut, ihr könnt ihn gleich testen. Wisst ihr, wie man ihn benutzt? Abenteuerpark. Wir müssen nur erst einen Platz für ihn freischaufeln. Was sagst du, DJ? Willst du uns helfen? Du meinst bei einer richtig echten Baustelle? Ja! Das ist eine Aufgabe für zwei Bikes mit wirklich schweren Maschinen. Möchte einer deiner Freunde helfen? Ricky? Hm? Oh ja, na klar helfe ich mit. Ja! Gleich, wenn ich den Kreiselmat ausprobiert habe. Oh ja, du machst schnell, oder? Mache ich irgendetwas nicht schnell? Ja, stimmt. Wir sehen uns. Noch viel cooler geht's nicht mehr. Oh, jetzt will ich's probieren. Du kannst vor Scootio. Ja, danke, Ricky. Oh ja. Ich wette, wenn jemand schnell genug fährt, könnte er hier drin auch komplett kopfüberfahren. Wirklich? Ich fahre schnell genug. Lass es mich versuchen. Wow. Ist das etwa ein richtiger, echter Kreiselmat? Können wir es versuchen? Können wir? Ich glaube, DJ kann noch ein bisschen warten. Also gut, los! Wenn wir fertig sind, kommt unser Kreiselmat direkt hier in die Mitte. Wo ist Ricky? Ich weiß nicht. Er wollte sich beeilen. DJ, kannst du mir hier mal helfen? Ja! Das ist DJ. Ricky, ich brauche deine Hilfe. Es gibt hier ganz viel zu tun. Bin schon unterwegs. Gut, dann halte ich hier so lange die Stellung. Oh, das mit dem Kreiselmat wird nichts mehr. Ricky, du kannst es jetzt versuchen. Na los doch, Ricky. Fahr kopfüber. Niemand sonst ist so schnell wie du. Aber ich habe DJ gesagt, vielleicht probiere ich eine Mini-Runde. Ich meine, ich habe ja auch ewig darauf gewartet. Oder? Wow. Ich will doch noch DJ helfen. Wartet, hier gibt es ein paar Knöpfe. Ich wette, einer davon ist für den Notfall. Oder er schaltet Blinklichter ein und aus. Knöpfe machen immer Sachen ein und aus. Loop, Licht. Seht ihr, es hat was gebracht. Menno, Ricky
Mikey ist immer noch nicht da. Ich bin sicher, dass er jeden Moment auftaucht. Du kannst dich schon mal bereit machen. Ich werde mal nach ihm suchen. Aber ich komme gleich wieder. Er lässt mich nicht im Stich. Er ist bestimmt schon auf dem Weg zu mir. Ja. Na, wenigstens muss ich dich noch kurz überfahren. Das ist vielleicht nicht die beste Zeit zum Fragen. Aber wenn du fertig bist, kann ich dann wieder rein. Lou. Alles gut. Ein Glück, dass ich jetzt gerade ausrolle. Solange die Straße auch geradeaus geht. Oh, Kurve. Was? Ich? Oh nein. Leute, wie komme ich hier bloß raus? Alles in Ordnung. Erklären. Ich habe eine Idee. Auf der Baustelle gibt es einen großen Sandhaufen. Wenn du den Kreisel mal da hinlegst, wird er dich stoppen. Aber zur Baustelle geht es hier nicht lang. Und ich kann nicht umdrehen. Wartet, vielleicht hilft uns die Statue. Wie soll uns denn die Statue helfen? Überlass das mir. Sunken, los! Seht ihr? Aber dort ist zu viel Verkehr. Das wäre nicht sicher. Rot bedeutet Halt! Rot bedeutet Halt! Alle haben gesagt, du brauchst kein rotes Licht an deiner Drohnenkamera, Scootio. Aber ich sagte, ich will trotzdem die mit dem roten Licht. Und ich hatte recht. Also gut, roll direkt auf die Statue zu. Bist du dir auch sicher mit der Statue? Es ist deine einzige Chance, umzudrehen. Ich habe angehalten. Und weiter geht die Rolle rein. Vorsicht! Alles klar, jetzt rollst du in die andere Richtung. Das ist perfekt, denn die Baustelle liegt auf dem Weg. Und los! Vielen Dank, magische fliegende Ampel. Kinder! Habt ihr Ricky gesehen? Ich bin fast da! Was war das? Das war voll Spaß! Ich bin fast da! Whoa.
ist ja Ricky. Und der Kreiselmat? Ach, ihr hättet ihn sowieso früher oder später hergerollt, richtig? Ich dachte, ich übernehme das für euch. Das ist echt toll, Ricky. Aber wir sind noch gar nicht fertig. DJ und du, ihr müsst noch eure Aufgabe erledigen. Was für eine Aufgabe? Oh, ich sage es euch. Ihr sollt diesen riesigen Sandberg auf den ganzen Platz verteilen mit diesem mächtig schweren Ausroller da. Dieser Schritt ist sehr wichtig und ihr braucht dafür wohl den ganzen Tag. Wir haben eine bessere Idee. Entschuldige, dass ich dich eher mitgeholfen habe. Aber dafür ist unsere Hilfe jetzt richtig so fantastisch. Oh. Sie sind schlau. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Alles klar, der Platz ist fertig. Jetzt können wir es ablegen. Bringen wir es zu Ende. Super. Das hast du echt gut hingekriegt, DJ. Warum probierst du ihn nicht aus? Ich denke, das ist eine Runde für zwei Balls. Ja! Hey, wofür ist der Knopf da? Nicht drücken. Nein, du kannst du vergessen. Aber ich liebe es, Knöpfe zu drücken. Nein. Hast du denn ein Bild von Blip dabei? Ich bin ein liebender Vater. Ich habe immer Bilder von meinen Jungs dabei. Zeig mir mal das Bild von mir. Ist das ein gutes? Eins, wo ich meine Zunge rausstrecke? So hier? Oder so? Ich schau mal nach. Das ist Blip. Das ist Blip. Das ist Blip. Das ist auch Blip. Du hast gar kein Bild von mir. Nein. Es ist sicher nur rausgefallen. Ich verspreche, ich suche es auf dem Weg. Also bis später, Luke. Wisst ihr, was das bedeutet? Blip hat er lieber. Bestimmt hat er nur kein einziges gutes Bild von dir. Jetzt, wo du das hier so sagst... Jedes Mal, wenn ein Bild von mir gemacht wird, bin ich irgendwie dreckig. Und auch, wenn kein Bild von dir gemacht wird, Luke. Ehrlich? Echt immer? Gerade bist du auch dreckig. Und du warst doch ganz lang unterwegs. Ganz richtig. Er hat keine guten Bilder von mir. Wollen wir einfach eins machen? Eins, das deine echte Lukeness zeigt. Ich weiß nicht, was Lukeness ist, aber ich wette, ich habe ganz viel davon. Komm los, wir machen dich sauber und dann machen wir ein super Bild. Eine gründliche Reinigung? Ja! Ein super neues Bike. Seht her! Wow. Haucht mich bitte nicht an, sonst funke ich nicht mehr so. Und wo fahren wir hin? Lukes Bild braucht einen mega Hintergrund. Der Westwindturm ist super mega. Oh ja, das ist perfekt. Ja, zum Westwindturm. So lange bleibe ich sauber.
Ist es nicht komisch, dass ich immer die Beinbürsten wechseln muss, wenn Loop gewaschen wurde? Die werden echt super dreckig. Das sind Bikewaschbürsten? Sind die borstig? Kann ich mal sehen? Warte, Loop, nein! Ich will mal sehen! Ich will mal sehen! Vielleicht brauche ich sie doch nicht zu wechseln. Und schon wieder bin ich dreckig, oder? Ich bin ein neues Bike. Auf geht's. Gut. Und jetzt werd nicht wieder dreckig. Oh, entspann dich mal. Ich mach den Fehler doch nicht nochmal. Na gut, wollen wir loslegen? Das ist unglaublich. Wie hast du denn das geschafft? Ich weiß es nicht. Das sind wir bei Maxwell. Und da ist der Westwindturm. Was sind das für rote Punkte da? Überall da gibt es ganz viel Matsch. Wenn wir die Strecke fahren, können wir die Punkte auslassen und daran vorbeisausen. Seht ihr? Und dann ist Loop nämlich am Westwindturm noch sauber. Gibst du mir später die Karte? Da sind rote Punkte drauf, bei denen ich noch nie war. Ich will die unbedingt mal sehen. Loop? Bist du das? Ich denke schon. Vor einer Sekunde war ich noch ich. Alles klar. Losgezoomt. Wir starten jetzt. Die Operation haltet Loop sauber. Zoomen wir los. Wow. Da, eine Pfütze. Nein, Loop. Bitte, nur einen einzigen Sprung. Wie matschig kann's schon sein? Ich fahre nur mit einem Rad rein. Halt dich an den Plan, Loop. Loop, bleib bei Scutio. Hey, ihr zwei. Zeig mir mal den Ball, bitte. Was ist denn, Ricky? Habt ihr damit etwa auf dem Boden gespielt? Das ist ein Ball. Wo sollen wir denn sonst damit spielen? Aha, ich sehe da ja Dreck drauf. Der trifft dann vielleicht nur. Geh zur Seite, bitte. Danke, Schwesterchen. Basta? Puh, das war echt knapp. Suchen wir weiter. Heute die Brücke, Ricky. Seht ihr das? Wir können da durchfahren, wenn sie auf der anderen Seite sind. Das ist unmöglich. Ich werde vom Dreck verfolgt. Er findet mich einfach immer wieder. Wir kriegen das hin, Loop. Bereit? Und wow! Ah! Los, schnell! Ah!
es wirklich hin mit dem Dreck. Ja, das stimmt. Los geht's. Wir sind fast da. Ich glaube, dass du es schaffst. Ich krieg das echt hin. Das wird Paps voll gefallen. Wartet! Stopp! Mudge! Der steht nicht auf dem Plan. Geht er bis an die Straße? Mudge-Tester testet den Mudge. Ja, das ist Mudge, alles klar. Richtig matschiger Mudge. Der matschigste davon. Wir sollten es hinkriegen, solange... Oh, oh! Ich komm nicht raus! Geht ohne mich! Rettet euch selbst! Wir holen dich raus! Hm? Lou, bleib hier! Fahr ja nicht hin zum Mudge! Rettungshaken, los! Mudge ist so matschig! Ich sinke tiefer ein! Hilfe! Scootio, zieh mit! Schnell! Was ist dein Bild? Ich lasse DJ nicht im Stich. Meine Freunde sind mir wichtiger als jedes Bild. Booster, los! Danke, Leute, und danke. Loop. Oh, nein. Jetzt habe ich das Bild wieder vermasselt. Vielleicht nicht genau. Wir machen das Bild jetzt. Jetzt? Vertrau mir einfach. Lach mal, Loop. Wenn du das nicht haben willst, dann verstehe ich das. Aber sicher will ich es haben. Das ist mein Loop. Oh, es ist viel besser als die anderen Bilder. Du hattest ja doch Bilder von mir. Ja, ja, ich habe sie gefunden. Aber das hier finde ich am besten. Das zeigt deine echte... Loopness? Ja, deine echte Loopness. Niemand hat mehr Lupus als ich.